SCS Software. Der Euro Truck Simulator 2. Und damit auch herzlich willkommen zum neuesten vom neuen, und zwar vom neuen Let's Play von mir, dem Mad Max Master. Heute spielen wir wohl ein Ründchen Euro Truck Simulator 2. Oh ja, ich freue mich schon so arg auf dieses Spiel, das mir netterweise von Planet Key gesponsert wurde. Deswegen auch am Anfang der Planet Key Intro Bildschirm Gedönse Video Hanswurst. Und ja, ich würde einfach sagen, wir legen einfach direkt los. Nicht, falls ihr euch wundert, also hier habe ich so ein kleines Test Profil erstellt. Bin auch schon ein bisschen mehr gefahren. Erstens, weil mich das Spiel so mega, also es ist einfach geil und dann musste ich einfach ein bisschen weiterspielen. Ich will einfach nur ein paar Testaufnahmen machen eigentlich, dass alles klappt mit dem Ton und so weiter. Ja, deswegen habe ich jetzt hier halt eine Testing gemacht. Wir machen alles neu, heißt also, wir klicken auf neu und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt los und ja, männlich auf jeden Fall, oder wollen wir, ich bin echt am überlegen, ob wir weiblich spielen sollen, männlich oder, jetzt geben wir erstmal einen Namen ein. Wie heißen wir denn? Wir heißen jetzt Mad Max Master. So, ja, weiblich oder männlich? Machen wir mal weiblich. Was können wir da für Bilder auswählen? Irgendwie so eine geile Schnitte. Ja, hier hat es keine geilen Schnitte. Wie wär's mit der hier? Das ist eine geile Schnitte. Aber dann darf man, da kann ich aber nicht Mad Max Master heißen. Das hört sich so männlich an. Wie wär's denn, wenn ich mich... Warte mal, ich könnte mich ja Maddie, Maxi... Oh, warte... Maxi Mastery. Maddie Maxi Mastery kann ich mich doch nennen. Das ist doch schon mal geil. So, bevorzugtes LKW-Design. Was nehmen wir denn da? Was Rotes passt zu Mädels. Na, aber muss ja jetzt nicht sein. Machen wir den hier. Der sieht doch cool aus. So, und Firmenlogo. Ja, wir sind die brennende Flamme, oder? Wir sind heiß, wir sind die Flamme. Das ist auf jeden Fall Fakt. So, Firmenname. Na, wie heißen wir denn? Wir sind doch ein... Ich meine, sie ist ja schon angestellt beim Master LP, würde ich sagen. Was liefern wir denn aus? Sinnloses Gelaber? Ja, gut, aber wie soll die Firma denn heißen? Nennen wir sie Master Company. Master Company. Company, ja, das ist auf jeden Fall. Und wir sind Dansk. Nein, wir sind natürlich Deutsch. So, dann würde ich sagen, wir stellen das einfach mal. Master Company. So, Steuerungsmethode wählen. Ja, gut. Ich hoffe auch, die Musik ist jetzt nicht zu laut. Auf jeden Fall Steuerungsmethode. Ich habe mir überlegt, ob ich mit dem Joystick spielen soll. Ich habe ja auch noch einen rumliegen. Habe mich dann aber doch eher für Maus-Tastatur entschieden. Denn mit dem Joystick, also mit einem Joystick halt, also keinem Game, also diesen Controller halt auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Den, wo man auch bei der Xbox hat und bei der PS3 und PS4 und PS1000. So einen Controller habe ich noch daheim liegen für einen Rechner. Und ich habe es mit dem probiert, aber irgendwie ist es nicht so geil. Und ich habe mir echt überlegt, ob ich mir ein Lenkrad und Gaspedal kaufen soll, ne? Gas und Bremse. Kostet 36 Euro bei Amazon. Ich habe es mir echt überlegt, ob ich mir kaufen soll. Ich überlege es mir mal noch. Mal gucken, wenn mich das Spiel ein bisschen fesselt und ich sage, boah, ich habe mega lang und mega viel Bock auf das Spiel und von euch das gut ankommt und ich auch sehe, dass ihr da ein bisschen was sehen wollt, dann ja, hole ich mir das Ding vielleicht. Wenn nicht, dann spiele ich es weiter mit der Tastatur und mit der Maus. So, aber ganz kurz, das wird jetzt eher so eine Folge, wo wir hier die ganzen Sachen ein bisschen, wo wir eingewiesen werden und sowas, also wo wir nicht so mega viel fahren. Deswegen... Ja, aber die sagen, wir gehen jetzt einfach Punkt für Punkt durch. So, Steuerungsmethode wählen. Fahre mit Tastatur und bla bla bla, genau. Ja gut, das wissen wir ja schon. Tastatur, Maus. Benutze die Maus, um passiert zu lenken. Tastatur und weiter für andere Optionen. Ja, Tastatur. Einfache Automatik, echte Automatik. Sekretär, Haarschaltung. Ja gut, das kann ich ja noch nicht. Ja, die einfach hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für die Steuerung und Tastatur entworfen. Drücke die Vorwärts- oder Rückwärtstaste in die entsprechende Richtung. Die Automatik kümmert sich um alles andere. Sie wechselt zwischen ideal für Lenkräder mit Pedalen. Benutze die Knöpfe, um zwischen Vorwärts, Rückwärts und Leerlauf neutral zu schalten. Drücke dann auf das Gaspedal und lasse die Automatik gang. Na gut, ich meine, ich glaube, wir machen einfache Automatik so. Kompetent bin ich, glaube ich, auch nicht. Ja gut, wie gesagt, ich spiele es mit Tastatur. Das ist dann, ja. Gut, das ist natürlich gut. Fertigstellen. Und natürlich lädt es erstmal Daten. Das ist auch ganz wichtig. Welche Stadt, in der du beginnen möchtest? Okay, also wir fangen auf jeden Fall nicht hier an, weil hier habe ich jetzt, hier in England habe ich gestartet, Stuttgart, okay. Hier habe ich gestartet, als ich halt dingsen wollte.
Achso, du kannst es so bewegen. Ich dachte gerade, was ist denn das hier für eine Anzeige? Kann ich auch näher ranzoomen oder sowas? Nee, ne? Nee. Ja, hier habe ich gestartet, aber das ist echt scheiße, wenn du hier mal mit diesem auf der anderen Seite fahren sollst. Das bringt dich voll durcheinander. Ich würde sagen, wir nehmen Stuttgart, denn da in der Nähe wohne ich auch. Ich wohne eher ungefähr ein bisschen hier, so da, wo jetzt der Pfeil ist. Deswegen, wir nehmen Stuttgart, dann würde ich sagen, Auswahl bestätigen. Ja, machen wir einfach mal, würde ich sagen, oder? Machen wir einfach mal. Tutorial hier ist die Tutorial-Folge. Machen wir kurz. Ladedaten, Bitches. Die Musik, Alter, voll erotisch. Alter. Willkommen im Euro Truck Simulator 2. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob. Das Fahren eines LKWs. Deine eigenen Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für einen LKW. Bis auf Weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Dein Auftrag ist es, eine Ladung Kohle für Trameri sicher zu Entladestelle nach Mannheim zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Späßen tragen. Fahre sorgsam und sei pünktlich. Drücke E, um den Motor zu starten. Wir haben E gedrückt, um den Motor zu starten. Du kannst mal den Tasten bewegen oder... Ja gut, das weiß ich ja. Das ist mir klar. Es gibt noch weitere Kameraperspektiven. Innenansicht, dann halt außen. So, so. Ne, wir bleiben in. Wie laut das gleich, wenn man nach außen schaltet hier, ne? Dachansicht, ja, 4, 5, 6, 7, 8. Aber das, ja, braucht keiner. Probieren wir an, ein KW, um fortzufahren. Oh. Ja. Es wird Zeit, dass du eine Lieferung machst. Zu erfahren, drücke F1. Du besitzt deine Ressourcensystem nahen zu alles, ne? Du hast was Bügelfüge steht, bla bla. Über deinen aktuellen Status hilft dir bei Informationen und weißt du den richtigen Weg. Okay. Wenn das Spiel unterbrochen ist, kannst du den, ja bla bla, Maus steuern, okay. Status momentan erfahren, okay, okay. Aha, aha, aha. Okay. Ja, aha, aha. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ja, muss ich ja nicht. Muss ich ja gar nicht hier. Das geht ja trotzdem noch. Alles ist richtig eingestellt, du bist frei von anderen Zielfort zu gelangen. Okay. Um Zielfort. Um Zielfort zu gelangen. So, alles klar. Lass mich zurück. Oh, scheiße. Nein, ich wollte gar nicht ins Menü. Und zwar... das ist die Karte, oder? Oder bin ich jetzt dumm? Das ist der ganze andere Ranz, den brauchen wir nicht. Das ist die Karte, die brauche ich jetzt. So, wie habe ich das immer gehabt? So? Oder hatte ich das so? Ich habe das Tutorial nämlich gar nicht gespielt, als ich meine Testaufnahmen gemacht habe. Ich fand das Tutorial immer ein bisschen unnötig eigentlich, so bei den Testaufnahmen jedenfalls. So, muss ich jetzt darüber fahren? Ich glaube schon, ne? Ja, genau. Okay, alles klar. Ja gut, ich werde wahrscheinlich... Warte mal, ich muss das hier irgendwie noch anders platzieren. Das ist mir gerade irgendwie ein bisschen zu doof, habe ich so das Gefühl. Kann ich das anders platzieren? Kann ich das hier anders platzieren? Nee, kann ich nicht. Ja, das ist natürlich richtig geil. Na gut, da muss wohl... Ja gut, dann leidet wohl das Kamerafeld ein bisschen drunter, habe ich so das Gefühl. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir fahren einfach mal los. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, wir müssen da hoch, ne? Ja, wir müssen erstmal wieder hier zurückfahren. Gehen wir mal kurz auf F... Ach, F2? Ach so, das sind die Spiegel. Ach so, das sind jetzt beide Seiten. Das ist ja geil. Da kann ich also auch mehr so fahren und muss nicht immer so in den Spiegel gucken. Das ist ganz praktisch. Ich wollte eigentlich den jetzt gerade machen. Ja. Ah, hier, Dicker, hier. Ah. Ich bin mega schnell mit meinem LKW. Fahre den Berg hoch. Yeah. Ich hoffe, ich fahre auch gerade richtig. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt noch. Warte mal ganz kurz. Das ist jetzt schon richtig, ne? Warte mal, ich kann ja auch während im Game hier mit F5. Ja, ne? Dürfte richtig sein, glaube ich. Ja, ne? Das ist richtig. Ich glaube, ich lasse die Perspektive hier.
ist jetzt los? Bin ich jetzt irgendwie doof oder so? Kommt man ja nicht weiter. What the fuck? Hey, muss ich nicht hier hoch? Hä? Sorry Leute, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe, warum muss ich jetzt, ach, muss ich da runter? Also ich muss da, glaube ich, gar nicht den Berg hoch. Oder muss ich hier hochfahren? Ich glaube, ich muss einfach hier weiterfahren, oder? Muss einmal hier ringsrum und dann... Achso, ich dachte, ich kann da einfach durchfahren. Ach so, ja gut, dann ist es natürlich was anderes. Sehr gut. Ich denke mal, ich kann jetzt wahrscheinlich hier langfahren und dann da oben raus. Ja, genau. Okay. Ja gut, ich dachte jetzt, ich kann da hinten irgendwie langfahren. Na gut, habe ich wohl falsch gedacht. Ja gut, das ist natürlich wieder geil. Ja, ganz ehrlich, da kann ich jetzt aber nichts dafür. Also das war jetzt... Na gut. So, komm. Wake me up before you go, go. Ja, ich werde auch für die normalen Folgen, also die, wo jetzt nicht viel mit dem Tutorial zu tun haben in dem Fall, werde ich auch Gesprächsthemen raussuchen. Also da werde ich dann auch gucken, dass ich ein bisschen über was laber. Und werde mir vielleicht auch mal einen Beifahrer holen. Wie beispielsweise bei Minecraft Sven, wer den kennt. Der hatte ja auch ab und zu mal Michi dabei, als so Beifahrer in Anführungsstrichen. Also der ist halt einfach mit dabei und labert halt so ein bisschen mit, ne? Ist halt einfach nur so ein bisschen mit dabei, einfach nur ein bisschen reden, ein bisschen, gerade wenn man über irgendein Thema redet, dass man dann irgendwie zusammen über ein Thema redet und sowas. Ja, da werde ich dann noch irgendwie einen Beifahrer mit reinnehmen ins Boot, beziehungsweise in den LKW, haha. Und ja, ne, ich denke mal, das ist, glaube ich, ein bisschen besser, wenn man dann da noch ein bisschen Gesprächspartner hat, der noch ein bisschen mit einem labert, so, weißt du, weil so ganz normal einfach ein bisschen zocken, ich meine, ja, da geht dann irgendwie so ein bisschen der Gesprächsstoff einfach aus, glaube ich, nach einer Weile. Deswegen ist es, glaube ich, ganz praktisch, wenn ich da noch irgendwie einen mit reinholen. So, sind wir wenigstens mal auf der Straße. Warte mal, blinken kann ich hier, ne? Ja gut, das weiß ich noch. So, ich habe auch den ersten Teil von Eurotruck Simulator gespielt, aber ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, wenn ich ehrlich bin. Hui, LKW. So. So, ich weiß auch gar nicht, ob das hier so ist, dass wenn man mit dem Lenker zurück... Ja, okay, doch, das ist so. Nee, das hat mich nämlich aufgeregt bei Eurotruck Simulator 1. Da ist es nämlich so, dass wenn du, halt mit deinem LKW... 50 dürfen wir fahren, ne? Dass wenn du mit deinem LKW unterwegs bist, halt nur, und dann halt einen auf Blinker machst und dann halt irgendwie irgendwo reinblinkst, dann aber nicht mehr aufhörst zu blinken, ist halt nicht automatisch aufhört, weil es ist ja theoretisch so, wenn du dein Lenkrad halt wieder in die andere Richtung biegst, sozusagen in die andere Richtung lenkst quasi, dann ist es ja so, dass der Blinker dann aufhört, ne? So, ne, wisst ihr Bescheid. Und das war bei Eurotruck Simulator 1 nicht so. Ich weiß nicht, ob das damals noch nicht so war, als man den entwickelt hat. Ich glaube schon. Aber irgendwie, ja, fand ich das ein bisschen blöd, wenn ich ehrlich bin. Hat mich irgendwie ein bisschen genervt. So, ne? Da muss immer hier wieder dagegen blinken quasi. Irgendwie will ich den hier überholen. Ich weiß nicht, warum. Komm schon. Fahr, du wirst schon nicht umkippen mit deinen paar Autos da oben drauf. Soll ich den überholen? Aber es ist durchgezogene Linie. Das darf man hier nicht, ne? Das ist ein bisschen doof. Ich habe echt Schiss, dass wenn er es gleich zum Beispiel bremsen würde, dann würde ich dem voll reinfahren. Aber ich denke mal, das macht er sicher nicht. Ich meine, hier gibt es ja keinen Grund zu bremsen. Komm, ich fahre jetzt einfach dran vorbei. Oder? Fahre ich dran vorbei? Ich fahre jetzt dran vorbei, das ist mir jetzt egal. So, das sollte man eigentlich nicht machen, solche Aktionen. Vor allem nicht im richtigen Leben. So, ja guck mal, hier ist schon wieder gestrichelte Linie, hier geht das schon wieder klar. Na gut, egal. Gut, dann fahren wir mal ein bisschen in die Richtung. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht, dass ich oben ist jetzt die zwei Dinger hier oben drin habe, die zwei Spiegel. Ist für mich irgendwie praktischer, weil dann brauche ich nicht die ganze Zeit die Kamera so komisch bewegen, dann habe ich mehr von der Windschutzscheibe in der Kamera quasi, ne, wenn ihr wisst, was ich meine. So, und wir müssen jetzt auch gleich hier rüber fahren. Was fahren wir gerade? 90 haben wir gerade gefahren, ne? Wir müssen jetzt hier rüber. Und zwar in Richtung Stuttgart. So. Ja, das ist halt zum Beispiel so, also würde ich jetzt ein Lenkrad haben, dann würde diese ganze Lenkung unten extrem flüssig funktionieren sozusagen. Jetzt ist das halt ein bisschen abgehackt, ne, weil ich ja immer dann mit der D-Taste sozusagen nach rechts lenken muss und mit der
A-Taste halt nach links und dann ist es so ein bisschen abgehakt, ne, wenn ihr wisst, was ich meine. Würde halt alles noch ein bisschen schöner aussehen mit dem Lenkrad. Würde mich immer interessieren, wie das so ist dann, wenn du zockst und so ein Lenkrad in der Hand hast und keine Tastatur, ey. Das ist ja echt, ja, würde mich interessieren. Mache ich bestimmt auch irgendwann mal. Weiß nur noch nicht wann. Okay, ich war das nicht. Nein, warum rutscht der so? Ich bin nur 100 gefahren. Alter. Okay, alles klar. Max, merkt ihr für die Zukunft nicht so schnell fahren? Hä, hey, ich dachte jetzt nicht, dass er so schnell anfängt zu rutschen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin, also, die Kurve war jetzt auch nicht mega steil eigentlich, ne? Und der meint da gleich ausbrechen zu müssen. Das ist ja, also, das geht ja mal gar nicht klar. Das ist ja jetzt unverschämt, muss ich sagen. Alles klar. Okay, ja, ich denke mal, da wurde jetzt ein paar Sachen beschädigt, aber das ist ja auch nur unsere erste Fahrt, unsere Tutorial-Fahrt noch, denke ich, glaube ich. Ne, das ist noch die Tutorial, ja, das ist, glaube ich, noch die Tutorial-Fahrt, ja. Ja, und jetzt, ne? Scheiße. Ja, das war jetzt natürlich, ja, ne, wisst ihr Bescheid, wie das ist. Ist ja nichts Neues, ist ja beim Autofahren eigentlich normal, dass man so fährt, ne? Also ist ja nicht jetzt irgendwie, dass man da sich schämen braucht, weil man so schlecht fährt oder so. Nee, es ist eigentlich ganz normal. Brauchen wir uns ja alle nichts vormachen, ist ja eigentlich ganz easy, ne? Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt aber hier ein bisschen langsamer. Maximal 40 fahren, ja, das kriegen wir hin. Es ist ja dann voll lame. Guck mal, das ist jetzt 40. Na, da gehen schon locker 50, wie beispielsweise jetzt. Okay, egal. Nee, ich will gar nichts sagen, sonst haut er sich gleich wieder hinten raus und dann. Und dann ist aus die Katz. Oh, warum blicke ich jetzt nach links? Weiß nicht. Hatte gerade Lust dazu. So. Ja, ich weiß, dass da einer kommt. Neben mir, aber ich möchte eigentlich darüber fahren. So, er ist vorbei, dann fahre ich jetzt mal darüber. Hui! Ja, und jetzt bremsen oder was? Oh, du Lappen. Du kannst 50 fahren hier. So. Na, LKW fahren ist schon was Geiles, muss ich sagen. Es macht wirklich Spaß, muss ich sagen. Es macht wirklich Spaß. Erstaufenthalt in Mannheim. Ja, das freut mich natürlich sehr sogar. Das ist wunderbar und wunderprächtig und so. Ne? Ne? Wisst ihr Bescheid. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, wo wir denn lang müssen. Wir müssen jetzt hier gleich irgendwo rechts rein. So wie ich das jetzt sehe. Was haben wir das? Was laden wir denn eigentlich gerade? Das sind gerade Stein, ne? So Steingerümpel, Gedümpel laden wir gerade. Ich weiß nicht, was die in Mannheim damit wollen. So, vor uns fährt einer aus Münster, so wie ich es gerade gesehen habe. Der hat MU drauf, oder nee, MU, ich weiß gerade gar nicht. Und wir müssen darüber. Ich bin echt so unaufmerksam gerade hier im Straßenverkehr, das ist echt krass. Ja, wahrscheinlich, weil ich gerade mit meinen Gedanken oder noch komplett woanders bin. Ist ja mittlerweile auch schon Freitag wieder, endlich Schule aus und so, wisst ihr Bescheid. So können es jetzt einfach näher ranfahren und die Anzeigetaste drücken, um den Auftrag zu erledigen. Allerdings würdest du durch kostbare Erfahrungspunkte verlieren. Wieso versuchst du nicht einmal im echten LKW-Fahrer? Macht dann wunderbar. Ja, das ist natürlich, da kannst du dann halt einfach entweder eine Taste drücken, dann tut er selber einparken oder du parkst halt einfach selber ein, so wie wir es jetzt machen. Denn, ja, erstens, das ist halt wirklich LKW-like, so, ne, wenn du selber einparkst. Und du bekommst dann auch Zusatzpunkte, wenn du das machst. So, ich höre es auch nicht extra auf zu blinken, ne, weil wir müssen jetzt eh hier rein wieder. So, kurz ein bisschen ausholen, dass man ja auch geschmeidig reinkommt. Geschmeidig reinkommen, leck mich doch am Arsch. So. So, langsam. Und jetzt Vollspeed! Das war nicht meine Idee mit dem Vollspeed. Hä, was hab ich. Oh. Jetzt sind wir zum Thema ausholen, ne? Tut mir doch leid, ich bin es. Ich. Was ist das hier auch für eine scheiß Einfahrt, ey, Alter? Ohne Witz, was ist das für eine Einfahrt? Was ist das nur für eine Einfahrt? So, jetzt muss ich hier reinfahren, das geht auch klar. Eigentlich. Alter, fahr doch mal. So, Roman. So, ein bisschen hier so rüberfahren. Und jetzt würde ich sagen,
Ja, gucken wir mal raus. Das ist ja ganz geil hier mit Auto Simulator 2. Da kannst du ja wirklich hier aus dem Fenster ein bisschen rausgucken, so wie man das auch als professioneller LKW-Fahrer macht, ne? Weißt du Bescheid? Ja. Njam, 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 njam. Schmacko verzick. Lalalala. Schön einparken. Hier sehen wir im anderen Spiegel, dass das komplett fail ist, was wir hier gerade machen eigentlich. Nimmt das an? Nimmt nicht an, ne? Nee. Na gut, das war mir aber eigentlich klar. Wir sind auch extrem schräg hier reingefahren. Ich konnte es auch schon besser, muss ich zugeben. So, ja, das Einparken wird immer ein bisschen krampfhaft. Aber ich hoffe, das ist nicht so mega schlimm. So, jetzt aber hier. Hä? Warte mal ganz kurz. Das kann gar nicht sein. Alter, Leute. Was geht denn ab? Okay, ich mache einfach jetzt die äußere Ansicht, weil ich wollte es eigentlich in der Ansicht machen, in der man auch im Endeffekt wirklich fährt, ne? Weil ich meine, kein LKW-Fahrer sieht sein Auto so von außen nachher. Aber so geht es einfach jetzt gerade irgendwie einfacher. Ich weiß nicht, warum ich da gerade so mega faile, Junge. Ah, Kamera drehen. So, jetzt aber hier noch ein bisschen zurück. Ja. Ein bisschen nach vorne. Und jetzt aber hier. Hey, warum wird nicht angezeigt? Hä, ich bin doch jetzt direkt hier drin, oder nicht? Ich muss wieder nach hinten. Ach, ich muss komplett hier. Ich dachte jetzt, dass der. Dass der. Lol. Ich dachte jetzt, dass der Auflieger hinten rein muss der LKW vorne, dass der vorne rein muss mit dem. Oh, wie heißt der Teil? Ihr wisst, was ich meine. Ne, vorne der Auflieger. Der Auflieger ist hinten dran. Ich meine vorne die, mir fällt es nicht rein. Das Führerhaus, genau. Das in diesem Bereich da ist, in diesem gestrichelten. Na, das war jetzt ja zum Glück gar nicht fail oder sowas. Leck mich am Arsch. Na gut, ich hoffe, das hat jetzt ist jetzt nur Tutorial und es gibt jetzt noch keine Punkte oder Geld oder sowas. Denn sonst wäre das ja echt ein bisschen traurig, ne, wie ich jetzt gerade echt gefahren bin. Und, ja, ich würde sagen, wir beenden auch gleich die Folge. Wir sind, glaube ich, schon 20 Minuten jetzt dran. Das ist eine Firmenzentrale. Weiter. Es ist sehr egal, wenn du das mal halt anfangen. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du auch kein LKW sehen. Ja, Hammer. Hast du mal genug Geld verdient, zur Maschine so gefahren, kannst du dich bei bewegen, Geschäften hier betreiben. Okay? Weiter Eingabe. Alles klar. Hier kannst du deinen Fortschritt sehen. Dankeschön. Wieder nächsten Auftrag. Ja gut, dann machen wir das jetzt gleich mal. Mit deinem für Geld, lass dich ja berufen, anstellen kann. Ja, das müssen sie doch so machen, ne? Bleibt jetzt auch gar nichts anderes übrig. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch gleich mal, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Deswegen würde ich sagen, haut rein, euer Bein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.